Nudes, Dickpics und Booty Shots. Ja, wir reden heute über Nacktbilder. Irgendwie hat doch jeder schon mal so eine Geschichte gehört. Vom Nachbarn oder dem Kumpel, dessen Schwester eine Freundin hat, die genau auf dieser einen Schule ist. Auf dieser einen Schule, wo gerade Nacktbilder von jemandem rumgehen. Da ist die erste Reaktion dann ja oft, oh oh, da ist gewaltig was schiefgegangen. Wie schlimm es für jemanden sein muss, wenn so intime Bilder in den falschen Händen oder auf dem falschen Smartphone landen, das kann man nur versuchen, sich vorzustellen. Und trotzdem passiert es immer wieder, dass sich solche Bilder zum Beispiel an Schulen verbreiten. Viele wissen gar nicht, dass man sich mit sowas auch strafbar machen kann. Stell dir mal vor, du bekommst von einem Klassenkameraden ein Nacktfoto von jemandem aus deiner Schule per WhatsApp zugeschickt. Du hast ja jetzt mehrere Möglichkeiten zu reagieren. Du könntest das Foto zum Beispiel einfach weiterleiten. Dass das nicht cool ist, solltet ihr aber spätestens nach einer halben Sekunde drüber nachdenken klar sein. Vor allem, wenn du dir mal überlegst, welche Auswirkungen das für die Person auf dem Foto haben könnte. Du denkst dir jetzt vielleicht, naja, aber da ist doch die Person auf dem Bild selber schuld. Wer solche Fotos macht, der muss auch damit rechnen, dass sowas passieren kann. Sorry, aber da bin ich ganz anderer Meinung. Wenn du mal ehrlich bist, hast du in dem Moment, in dem du so ein Foto zugeschickt bekommst, erstmal gar keine Ahnung, was hinter dem Foto steckt, wer es aus welchen Gründen gemacht hat und wie es an die Öffentlichkeit gelangt ist. Wenn du hier einen oder eine Schuldige suchst, dann würde ich sagen, alle die, die das Foto weitergeleitet haben. Alle die, die wussten, wie unangenehm und peinlich das Foto für die betroffene Person sein kann und trotzdem auf Senden geklickt haben. Alle die, denen es wichtiger war, selbst Spaß zu haben, sich über das Foto lustig zu machen oder einfach cool dazustehen, weil sie das Foto weitergeleitet haben und dabei überhaupt nicht daran gedacht haben, wie es der betroffenen Person geht. Das Weiterleiten intimer Bilder oder Videos von anderen Personen ist übrigens, ganz besonders wenn die Person unter 18 Jahren alt ist, strafbar. Du könntest dir ja auch denken, nee, Weiterleiten finde ich nicht okay, aber ich behalte das Bild mal gespeichert auf meinem Smartphone. Achtung, auch nicht cool. Denn wenn auf den Fotos eine Person unter 18 Jahren abgebildet ist, dann kann es sehr gut sein, dass du jetzt im Besitz von Kinder- oder Jugendpornografie bist. Und da ist in Deutschland allein der Besitz strafbar. Also, auf dem Smartphone gespeichert lassen ist auch keine gute Idee. Du könntest dir auch denken, oh, das will ich aber nicht haben, ich lösche es lieber. Gratuliere, das ist bisher die beste Idee. Noch ein weiterer Tipp, sprich die Leute, die dir das Foto gesendet haben, darauf an. Sag ihnen, warum du das nicht in Ordnung findest und weise sie am besten auch gleich darauf hin, dass sie sich mit dem Versenden solcher Fotos strafbar machen können. Du willst eine echt korrekte Person sein? Dann unternimm was. Biete der betroffenen Person deine Hilfe an. Ihr könnt zum Beispiel gemeinsam zu einer Vertrauensperson gehen und über das Problem sprechen. Das können Eltern sein, Vertrauenslehrer oder Schulsozialarbeiter. Manchmal hilft es auch einfach, da zu sein, um mit der betroffenen Person zu reden. Und ihr könnt natürlich auch gemeinsam zur Polizei gehen. Auch wenn es gerade in so einer Situation mit heißen Pics echt schwer sein kann, versuch einen kühlen Kopf zu bewahren und überleg dir, wie du der betroffenen Person in der Situation helfen kannst, anstatt ihr Leid noch schlimmer zu machen. Du hast irgendwie auch selbst Lust, mal sexy Pics von dir zu verschicken, willst aber auf Nummer sicher gehen, dass dir sowas wie im Beispiel gerade nicht passiert, dann halte dich an ein paar safer Sexting-Tipps. Tipp 1. Versende intime Fotos von dir nur an Personen, denen du absolut vertraust und mit denen du das Ganze auch vorher abgesprochen hast. Auch wenn du bestimmt was ganz Tolles in der Hose hast, frag deine Freundin vorher mal, ob sie die Dickpics von dir überhaupt haben möchte. Das Gleiche gilt andersrum natürlich genauso. Sexting ist dann erlaubt, wenn es im Einverständnis mit beiden Partnern geschieht. Aber auch nur dann, wenn ihr beide mindestens 14 Jahre alt seid. Tipp 2. Lass dich nicht unter Druck setzen. Wer unbedingt ein Nacktbild von dir haben will und dich ohne dieses Nacktbild irgendwie nicht mehr toll findet, auf den kannst du auch verzichten. Tipp 3. Zeige auf deinem sexy Bild nichts, mit dem man dich eindeutig erkennen kann. Lass zum Beispiel dein Gesicht weg. Achte darauf, dass man deine Kleidung nicht sehen kann oder dass man dein Zimmer im Hintergrund nicht erkennen kann. Auch eindeutige Merkmale wie zum Beispiel Muttermale. Da kannst du darauf achten, dass man die auf dem Bild nicht sieht. Sollte das Bild nämlich dann doch an die Öffentlichkeit gelangen, kann man dich zumindest darauf nicht erkennen. Tipp 4. Wenn du mit deinem Freund oder deiner Freundin intime Bilder hin und her schickst, dann setzt euch am besten feste Termine, zu denen ihr gemeinsam alle Bilder von den Smartphones wieder löscht. Spätestens, wenn ihr gerade drüber nachdenkt, euch zu trennen oder euch vielleicht sogar gerade getrennt habt, dann sollten die Bilder von beiden Smartphones gelöscht werden. Und ein letzter Tipp,
Denk immer dran, absolute Sicherheit gibt es nie. Wenn du Bilder verschickst, dann kann es immer passieren, dass die irgendwie irgendwann in falsche Hände gelangen. Und wenn du da auf Nummer sicher gehen willst, dann überleg dir, ob es wirklich Nacktbilder sein müssen. Dein Schatz freut sich sicher auch über ein sexy Pic von dir in Bikini oder in Badehose. Alles andere kann man dann ja auch im Real Life ohne Kamera und ohne Smartphone klären. Also Leute, denkt dran, bitte ungefragt keine Nacktbilder verschicken und stattdessen besser hier mal den Abo-Button klicken.